Ja, und dann laufen wir kurz noch hier rum. Lalalala. Ah ja, da kann ich ja richtig weit springen, irgendwie komischerweise. Ist das auch neu oder war das schon immer so? Ich habe gar nicht so groß drauf geachtet. Aua, genau. So, kein Fleisch. Apropos Fleisch. Ja, okay, wir haben ein bisschen was dabei, aber nur rohes Fleisch. Okay, hier ist mal nix. Hä? 1, 2, 3, 4? Seit wann gehen die 4 hoch? Es ging doch bis jetzt aber nur 3 hoch. Okay. Na, dann halt gehen sie ab sofort 4 hoch oder vielleicht sogar noch höher. Kann ja sein. Ja, ja, realistisch, genau. Ah ja. So, hier ist irgendwie gar nichts. Hallo? Ich renne hier jetzt eh sowieso ein bisschen rum und dann finde ich gar nicht mehr nach Hause. Wobei, ein bisschen weiß ich es jetzt noch. Habe ich gerade ein Schaf gehört? Ach, da, ein schwarzes Schaf. Haben wir hier überall Ace dran? Ja, wir können ja das Schaf mitnehmen, aber ich will halt auch eine Kuh haben. Ja, das klemmt hier irgendwie drin. Oh, Kühe, 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 Kühe. Also derjenige, wo das zu mir gesagt hat, ich soll auch Kühe holen. Eine wirklich tolle Idee. Hier sind voll viel Kühe. Echt klasse. Aber nimm's nicht böse, Junge. Seitdem wir hier die Schafe mitgenommen haben, ist hier eigentlich groß gar nichts mehr. Komischerweise. La, la, dum, 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 dum. Komm mit. Komm mit. Wow, ist das das Leben? Cool. Keine Ahnung, für was man das braucht. Kann man aus dem Lehm eigentlich die Ziegel bauen oder? Das weiß ich gar nicht. Kann man es auch mal merken, dass da Leben ist. So, komm mit. Ich gehe noch ein bisschen da links rum. Vielleicht kommt da ja noch was. Kaktusse habe ich auch schon gefarmt. Oh, hier ist vorher ja auch nichts. Dum, 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 dum. Ist da hinten was? Entweder ist ein Sandblock oder ein Schwein. Kann ich es von da nicht so richtig sehen. Da ist nochmal ein Schaf. Welches ich ja aber eigentlich auch nicht unbedingt brauche. Genau, durchs Wasser. Ist einfacher. Warum entsteht hier Ace? Hier ist doch nirgends Schnee. Verstehe ich irgendwie gar nicht. Komm mit. Wieder ein Schaf. Und vielleicht auch das gleiche Schaf. Kann ja auch sein. Hey, meine Welt ist sowas von ausgestorben irgendwie. Bin ich irgendwie voll blöd. Fast aus, als wir schon mal da unten waren. Weißt du was? Scheiß auf das Schaf. Ich scher's aber noch kurz. Plopp. Schwarze Wolle. Und gestorben. Gibt ein bisschen EP. Ich gehe mal da runter. Das sieht irgendwie wirklich aus, als wir schon drin waren. Ah, okay. Deshalb ist hier so hell. Habe ich noch ein paar Fackeln mit? Ja, natürlich habe ich noch ein paar Fackeln mit. Oh, gleich soll es dunkel werden. Eigentlich, theoretisch. Okay. So, dann hier mal weiter nach unten. Gibt es da irgendwas Tolles? Habe ich da gerade was laufen gehört? Okay.
Da gibt's Eisen. Unten, glaub sogar Kohle. Da unten geht's auch noch rum. Ja, ist ja da ganz schön überrascht, dass es hier, wow, eine Höhlenexpedition noch gibt. Aber ich habe mir gedacht, so, ach, schönes Loch, gehen wir doch mal rein. Ja, denkt schon wieder das, was ihr denkt. So. Hallo? Eigentlich wollte ich das hier. Lalala. Rennen wir nochmal hier kurz ein bisschen durch, dass es ein bisschen hell ist. Oh, okay, Sandstein. Das heißt, wir sind sehr nah an der Oberfläche. Dum, dum. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Kann ja nicht schaden. Das Eisen ist eigentlich auch ziemlich weit oben. Wenn hier noch Sandstein ist, kommt da weiter oben wohl gleich zwei, drei Blöcke Sand und dann sind wir wohl an der Oberfläche. Da finde ich, dass das Eisen eigentlich ziemlich nah an der Oberfläche ist. So. Okay, hier ist nichts mehr. Ach, hier kommen wir auch so raus. Dann laufen wir mal noch kurz hier zurück. Wenn wir jetzt ganz lang hier bleiben und es ein schönes Höhlensystem ist, könnte ich sogar mit euch wetten, dass wir in das Höhlensystem irgendwie reingelangen. Von unserem Turm aus, also das Höhlensystem, wo wir von unserem Turm aus erkundschaftet haben. Könnte ich sogar ziemlich drauf wetten. So. Plopp, 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 plopp. Und weiter geht's. Nochmal eins weiter zurück. So. 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 Und dann hier noch ein Blocken. Genau. Ja, genau, genau. Oh, gleich zwei. Genau. Gleich drei. So ein Skelett-Spawner wäre jetzt eigentlich auch ziemlich geil. Dann hätten wir eigentlich so ziemlich alles, was so spawnen kann. Wie. Hey, das sieht irgendwie aus wie aus Half-Life oder so. Ist ja mich auch cool. So, mal ein bisschen Eisen. So, und wir bekommen langsam wieder ein bisschen Hunger. Toll. Ich habe aber gar nichts dabei. Oder nur rohes Zeugs. Aber vorerst können wir noch ein bisschen überleben. Ich renne mal wieder hier kurz ein bisschen durch. Na toll, ich habe keine Pfeile mehr. Obwohl, doch. Aber ich habe meinen Bogen nicht mehr in den Inventarleiste stehen. Nein! So, dann laufen wir mal hier entlang. Ja, hallo, was machst du hier in der dunklen Ecke? Ist die Supernanny zu dir gesagt? Geh in die dunkle Ecke und überleg deine Taten. Dumm, dumm. So. Eigentlich hatte ich doch in der Aufnahme ganz andere Sachen vor zu machen, aber egal. Ich wollte es noch hier kurz anschauen, was hier so Tolles gibt. So, da hinten ist der Creeper, da gehen wir vorerst nicht hin. Aua! Was ist denn da für eine Versammlung? Okay, komm mal mit. So, schucken wir die doch mal einfach hier in die Lava rein. Oh,
Da ist schon Creeper. Komm, du kannst auch reinfliegen, wenn du willst. Das ist ein Racer Creeper, okay. Warum ist der jetzt explodiert? Na toll. Okay, hier respawn. Es ist gerade Nacht. Na toll, haben wir jetzt wichtige Sachen verloren. Eigentlich schon. Diamantspitzhacke, Diamantschwert und so. So, hier dann mal schnell sprinten. Ich hoffe, das bleibt ja alles da. So, die planschen hier ein bisschen rum. So, die Spinne macht ja nichts bei Tag. Sehr schön. Hier ist einer gestorben. Für was brauche ich das scheiß Fleisch? Ich weiß, vor Hunde. Na toll. Wo habe ich Hunde gesehen? Noch nirgends. Ist erstmal die Frage, wo wir reingegangen sind. Genau, hallo, ich sprint hier rum und der trifft mich auch noch. Wo war das? Mein Zeugs! Vielleicht rennt hier irgendwo das schwarze Schaf noch rum. Ich glaube, wir sind irgendwo hier. Sind wir, glaube ich, auch noch vorbei. Da haben wir das weiße Schaf gesehen. Genau, dann sind wir hier so rum. Ich glaube, so ein bisschen in der Art. Obwohl, hier war ich, glaube ich, nicht. Also an dem Ace-Ding war ich, glaube ich, nicht. Und es war eigentlich nur so ein kleines Loch, was ich gefunden habe. War das hier oben? Okay, ne, hier sind plötzlich überall noch Tiere. Ich wollte gerade sagen Türe. Hier sind plötzlich überall Türe. Oh, genau. Ich weiß halt wirklich nicht, ob wir so viel wichtiges Zeugs jetzt verloren haben. Eigentlich haben wir jetzt relativ viel in die Kiste reingetan, aber... Wo war das blöde Loch? Wobei, so wie ich mich kenne, ist da vermutlich eher wohl, sag ich mal, alles in die Lava reingeflogen. Oder relativ viel. Es sollte doch irgendwo noch das schwarze Schaf rumrennen. Aber jetzt so langsam habe ich sowieso das Gefühl, dass ich hier jetzt komplett falsch bin. Oh, wo bin ich denn da rumgerannt? Ich habe halt auch groß gar nicht auf die Umgebung geachtet oder so. Einfach nur, dass ich eine Kuh finde. Unser Weizen ist es halt weg, was aber jetzt ja nicht so schlimm ist. Ich meine, wir haben ja eine Weizenfarm schon angelegt. Ja, ich denke mal, das können wir wohl vergessen, oder? Statt ich hier jetzt noch 50 Stunden rumrennen und das bescheuerte Loch suche. Wir waren noch nah an der Wüste dran. Hier ist es ins Wasser gesprungen, das Schaf. Dann hier drauf, dann da. Okay, hier waren wir also. Und dann bin ich, glaube ich, so relativ geradeaus gegangen. Ich bin, glaube ich, hier noch irgendwo durch die Bäume durch. Und dann irgendwo kam doch sogar so ziemlich das Loch. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier vorbeigegangen bin. Da ist das schwarze Schaf. Oh yeah, jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Leute, passt auf. Schwarze Schaf. Hier ist Kies. Das... Okay, hier in der Nähe muss es doch irgendwo sein. Ist ja die Frage, das schwarze Schaf ist ja sicherlich in der Zwischenzeit auch noch irgendwo rumgerannt. Aber irgendwie so groß hochgegangen sind wir auch nirgends.
Na toll, und wir kriegen auch langsam noch mehr Hunger. Und hier sind wir ja auch groß nirgends rumgesprungen. Ich könnte jetzt mal hier reinrennen, aber es wird mal kurz dunkel, aber ich denke wohl kaum, dass ich hier dann an mein System komme. Okay, das ist sowieso eine Sackgasse. Das können wir dann auch mal dezent knicken. Ach, wisst ihr was, Leute? Drauf geschissen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Diamanten, glaube 3 Stück oder so. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mein komplettes Inventar verliere. Und ich glaube, das letzte Mal war es sogar schlimmer. So, ich bin frustriert. Nein, Spaß beiseite. Oh, jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Ich glaube, der Kaktus hat mein Bein verdreht.